Erstmals urkundlich erwähnt im Jahre 1315 feiert Loschwitz morgen am 24. Juni mindestens 700. Geburtstag. Ich melde mich vom historischen Stadtkern entlang der Friedrich-Wieg-Straße, stehe genau vor dem ältesten Haus, 1582 erbaut, und habe mich verabredet mit Michael Wippler, Stadtbekanntheit und Bäckermeister. Dieser zeigt mir heute das Josef-Hermann-Denkmal. Neben mir begrüße ich heute Herrn Michael Wippler. Hallo, Herr Wippler. Hallo, ich grüße Dresden Fernsehen. Herr Wippler, Sie engagieren sich für Loschwitz jetzt im Rahmen unserer neuen Aktion. Warum Loschwitz? Was ist Ihnen an Loschwitz so wichtig? Was ist bedeutend an Loschwitz? Also Loschwitz ist ja erstmal meine Heimat. Das ist eine herrliche Landschaft. Und wir sind seit knapp 20 Jahren hier mit unserem Café Wippler präsent. Und es ist auch so eine Grundüberzeugung von uns, dass man in den Markt von den Loschwitzern, von denen man lebt, auch wieder was zurückgeben muss von seinem geschäftlichen Erfolg. Und wenn Sie sicherlich gleich fragen werden, warum hier an der Senfbüchse, also das fängt ja schon damit an, dass wir als Kinder den Namen Senfbüchse kannten, ohne den Hintergrund. Und das ist so typisch für diese Loschwitzer Lebensart, die ja so leicht und locker ist. Und deswegen ist die Senfbüchse einer meiner Lieblingsplätze in Loschwitz. Die Senfbüchse, Sie haben gerade den Hintergrund angesprochen. Was ist denn der Hintergrund? Die Senfbüchse ist ein Denkmal. Wir sehen sie auch hier an dieser Gedenktafel. Das war nämlich im Jahr 1799 eine riesige Eisflut. Und da gab es ja noch kein technisches Hilfswerk. Und die ganzen technischen Hilfsmittel wie heute, die wir bei der Flut 2002 und 2013 hatten. Und aber dieser engagierte Bürger, der Menschenfreund Hermann, der hat eben unter Einsatz seines eigenen Lebens hier Schiffersleute gerettet. Und sein Sohn hat dann rund 100 Jahre später oder 80 Jahre später dann das Denkmal geschaffen. Und das ist so symbolisch für diesen Lebenswillen und Lebensmut und Lebensfröhlichkeit hier am Elbhang und natürlich auch speziell in Loschwitz. Und deswegen finde ich das so einen tollen Platz. Wie oft kommen Sie denn dann so her? Ja, Loschwitz hat so viele schöne Ecken und es ist natürlich so, dass man nie täglich zu einem Denkmal geht, aber einfach, wenn wirklich mal ein paar Minuten Zeit sind und man kann hier ein bisschen spazieren gehen, dann gehört das zu einem der schönsten Plätze in Loschwitz. Sie haben natürlich noch weitere Plätze. Was haben Sie sich denn für morgen einfallen lassen? Ja, wo auch eine hohe Emotionalität da ist, das ist natürlich die George-Bär-Kirche in Loschwitz, die wir als Kind ja auch als Ruine gesehen haben und dieses eigentlich das Unvermögen der Diktatur des Proletariats, Denkmäler zu erhalten und wie das alles schön geworden ist und auch mit dem Leben in der Gemeinde, das finde ich einen weiteren ganz tollen Platz. Da wollen wir an der Stelle noch nicht zu weit vorgreifen, denn die Kirche wird morgen unser Thema sein. 700 Jahre Loschwitz, Dresden Fernsehen und Bäckerei Wippler sagen Dankeschön. Nach dem Elbhangfest startet unsere neue Sendereihe Danke Loschwitz. Wenn Sie jemanden kennen, der sich besonders für diesen Stadtteil engagiert hat, dann melden Sie sich bei uns unter loschwitz@dresden-fernsehen.de. Morgen schauen wir uns dann den zweiten von zwei Lieblingsplätzen von Bäckermeister Michael Wippler an. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind.